Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem nächsten Webinar hier bei JFD Brokers. Herzlich willkommen in meinem Namen, Stefan Friedrichowski, und natürlich auch herzlich willkommen im Namen von JFD, die all die vielen guten Webinare hier in Summe ermöglichen. Gut, naja, das hoffe ich nicht zumindest. Und naja, also das ein oder andere Feedback sagt mir zumindest auch, dass es auch nicht ganz so schlecht sein kann. Das ist natürlich auch immer wieder schön, da mal direktes Feedback von euch zu bekommen. Ja, heute, 13. September 2007, Mittwoch 19 Uhr. Das zumindest schon mal für die Aufzeichnung, die übrigens läuft. Und ich kriege hin und wieder schon mal Fragen, wo findet man eigentlich die Aufzeichnungen immer? Die sind auf dem JFD YouTube-Channel. Und wenn man genau das bei Google eintippt, JFD YouTube, dann findet man es auch automatisch und sofort. Das heißt, ihr könnt auch da später nochmal wieder reinschauen. Wie immer habe ich die Folien schon hochgeladen, die ich heute zeige. Bei Bedarf, ja, noch nachher auch Bedarf an den Excel-Sheets, von denen ich heute wieder welche dabei habe, hat die einfach kurze E-Mail an mich. Und zwar genau hier steht auch schon die Adresse mit meinem komplizierten Nachnamen: s.friedrichowski@jfdbrokers.com. Da erreicht er mich dann direkt. Im Zweifelsfall geht aber auch natürlich über den Support von JFD. Da sind tolle Kollegen, die alles in 0, nix weiterleiten, beantworten. Das ist immer wieder herrlich zu sehen. Ja, was gibt es natürlich noch im Vorfeld zu sagen? Naja, fangen wir mal nacheinander an. Das Thema DAX-Wollar-Trading-Strategie. Darauf wollen wir heute natürlich hinaus. Und das ist ein bisschen mal wieder eine Kombination, auch heute, zwischen Methodik und irgendwo auch dann Trading-Strategie. Wobei mir der Punkt Methodik hier ebenfalls wieder sehr, sehr wichtig ist, weil die Methodik, die ich hier heute vorstelle, ist auch gleichzeitig die Methode des sogenannten Class Tradings oder Klassenanalyse. Das ist eine sehr, sehr mächtige Methode. Werden wir noch ein bisschen zu kommen, werde noch ein bisschen noch ausholen dazu, weil das ist genau das, naja, was uns auch rundherum im Internet gewissermaßen ständig begegnet. In an ganz anderen Methodiken und in ganz anderen, na nicht Methodiken, in an ganz anderen Anwendungen, nämlich das Konzept der Klassensortierung. Und naja, dazu werden wir natürlich dann genauer eingehen. Und das am Beispiel vom DAX, wo wir dann auch das anwenden mit Hilfe eines EMAs und dem ATR. So viel schon mal vorneweg für die Strategie selbst. Darauf wird sie schließlich endlich bauen. Die anderen kurzen Vorbemerkungen, wie immer, mal einmal kurz diese Folie gezeigt. Der sogenannte Risk Disclaimer. Ihr wisst, ich rede hier über Strategien. Wer aber schließlich und endlich tradet und Sachen verwendet, tut das natürlich wie immer komplett auf eigene Verantwortung und auf eigenes Risiko. Aber naja, das versteht sich, glaube ich, von selbst, und ihr versteht wiederum, dass ich das immer hier mal einmal zeigen muss. Andere Sache, ich musste einfach mal kurz das zeigen, weil ich hole mal aus einem Chart. Heute ist nämlich schon ganz schön was los an den Märkten, das kann man nicht anders sagen. Und eine Sache will ich hier einfach mal kurz ein bisschen beleuchten. Was wir hier gerade sehen, ist Gold und der heute im M15 Chart, der heute schon einen ganz schönen Weg nach unten hier gemacht hat. Was ich allerdings viel beeindruckender finde als die vielleicht 10, 11 Punkte, ist die Anzahl der roten Kerzen, die hier hintereinander kommen. Also ich habe die vorhin schon mal durchgezählt. Es sind immerhin 11 rote Kerzen hintereinander. Und dann kamen mal zwei grüne. Das ist schon ein Ereignis. Um es mal kurz, ihr wisst, ich gucke ja gerne mal Sachen mehr aus der statistischen Brille an. Das lässt sich sehr leicht sagen, wie häufig passiert das rein statistisch gesehen in einem völlig zufälligen Prozess, dass 11 Kerzen hintereinander rot sind oder dann auch grün. Das ist ziemlich einfach. Das ist einfach 2048, also 2 hoch 11, weil 11 Kerzen. Und naja, also alle 2048, in meinem Fall M5 Kerzen, kann so ein Ereignis auch rein zufällig dann passieren. Wenn man das ein bisschen ausrechnet, stellt man fest, das sind immerhin allein 20 Tage. Also so selten einem das vorkommt oder so sehr das hier dann heraussticht, naja,
rein mathematisch alle 21 Tage darf es ohnehin dann mal vorkommen. Finde ich aber trotzdem erwähnenswert, weil sieht man nicht gerade alle Tage, dass wir auch sowas hier mal eben haben. Musste ich einfach noch mal kurz hier auch euch zeigen, weil wenn ich da schon vorhin mal drüber gestolpert bin. So, was genau das Programm heute? Das Konzept Class Trading wird wahrscheinlich den wenigsten was direkt sagen. Und was das eigentlich bedeutet, wenn ich nachher über Klassen rede. Der ein oder andere, der vielleicht schon was mit Programmierung zu tun hat, denkt dann sofort auch an was ganz anderes. Das ist zwar immerhin schon verwandt, brauchen wir hier dann de facto nachher auch nicht. In Wahrheit geht es darum, Sachen zu sortieren. Und zwar nach Kriterien und nach diesen Kriterien Gruppen zu bilden. Das ist Wort Class hier hat nichts mit den Schulklassen zu tun. Aber es ist so ein bisschen so ähnlich wie, ich stelle mir mal eine Gruppe von Menschen vor und dann fange ich an, die in Gruppen zu sortieren. Da wird es dann vielleicht sogar schon ad hoc erstmal jedem begrifflich einfacher. Ich könnte zum Beispiel als erstes sagen, okay, Geschlecht. Vielleicht ist die eine Hälfte weiblich, die andere männlich. Und so weiter. Dann könnte ich vielleicht Altersgruppen einführen oder Größengruppen oder Gewichtsgruppen. Also ihr merkt, man kann dann relativ schnell anfangen, da Gruppen zu bilden und das sind dann nachher die Klassen. Und dann kann man nachher diese Klassen einzeln untersuchen. Und das können wir natürlich hier auch fürs Traden anwenden. Und wir bilden nachher auch zwei Klassen. Und diese zwei Klassen, die wir wiederum bilden, basieren nachher einmal auf der Steigung eines EMAs und zum anderen auf einem ATR. Also eigentlich zwei ganz einfach zugänglichen Indikatoren. Gut, die Steigung eines EMAs ist vielleicht nicht ganz so zugänglich, aber ein Gefühl dafür hat man, glaube ich, relativ schnell. Und dann werden wir uns mal angucken, ob wir da eine zusätzliche Information für unseren guten DAX herauskriegen können. Und in der Tat, das geht. Und das heißt dann auch wiederum, da wir eine zusätzliche Information herausziehen können, können wir fragen, ob man nicht bestimmte Klassen in einer bestimmten Art und Weise dann traden kann. Und auch da ist die Antwort wieder ja. Dadurch, dass wir halt unsere Gruppen bilden, wird das Ganze viel einfacher. Und somit haben wir schließlich und endlich eine DAX-Wohler-Strategie. Und die lässt sich sogar sowohl stur anwenden, also wirklich rein im Sinne eines Roboters absolut stur. Oder man kann die Informationen, die wir uns hier nachher besorgen und herausarbeiten, lässt sich natürlich auch separat nutzen. Und zwar einfach für denjenigen, der den DAX gerne intraday tradet, weil er kann die Informationen als einen sogenannten Bias nutzen, also als eine zum Beispiel Vorzugsrichtung. Weil wenn wir herausarbeiten, hey, das ist eine Situation, in dem der DAX typischerweise nach Norden geht, naja, dann sollte man vielleicht auch intraday eher nur die Long-Seite anpacken. Und wir hatten sowas Ähnliches schon mal. Damals hatten wir nämlich den DAX Seasonal gemacht. Da hatten wir auch eine extra Information benutzt. Und da war sie allerdings etwas offenkundiger und noch einfacher zugänglich. Es war einfach der Wochentag. Diesmal machen wir es anders. Und diesmal wird das Besondere die Steigung eines EMAs und der Wert des ATRs werden. So viel mal schon mal als Vorgeschmack, dass ihr so ein bisschen wisst, wo heute die Reise lang geht. Und wie gesagt, es hat auch für mich immer viel mit Methodik zu tun, weil mein Anspruch ist es, nicht nur einfach hier am Ende der Tage immer irgendein Trading-Setup zu haben, sondern euch auch Werkzeuge an die Hand zu legen, wie ihr vielleicht eigene Dinge auch für euch selbst mitentwickeln könnt. Der Ausgangspunkt ist ein ähnlicher, den wir auch bei selbstadaptierenden Strategien hatten. Das war so die letzten zwei Webinare von mir. Nämlich einfach das Statement, Märkte haben verschiedene Phasen. Und auch da haben wir den Begriff zwar benutzt, dabei meinten wir das insbesondere zeitlich gesehen. Hier will ich es viel allgemeiner fassen und zwar sagen, naja, es gibt einfach Phasen, zum Beispiel beim DAX oder auch in anderen Underlyings, die haben eine eigene Charakteristik. Und
Das wiederum, wenn wir das erkennen, dass es sowas wie Phasen gibt, wo wahrscheinlich die meisten von euch ad hoc sagen, ja, stimmt. Wir haben zum Beispiel Seitwärtsphasen, aufwärts, abwärts und sowas. Aber vielleicht können wir das noch ein bisschen besser gefasst, was wir hier mit Phasen dann meinen. Wenn wir das aber einmal so postulieren, na, dann hat es eine Konsequenz. Nämlich diese verschiedenen Phasen brauchen dann mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit unterschiedliche Trading-Setups. Das heißt, ist dann nicht so ein One-Catch-All, also ein Setup für immer und für alles. Nee, wir werden dann einfach differenzieren und sagen, okay, wir sind jetzt in dieser besagten Phase und dann haben wir ein ganz bestimmtes Trading-Setup anzuwenden. Wir werden das nachher sogar das sogenannte Trading-Setup noch viel trivialer gestalten, nämlich einfach nur die Frage Long, Short, Flat, also eher Long, eher Short, oder gar nicht investiert sein. Aber das soll uns als erster Schritt auch erstmal reichen. Und die Herausforderung ist natürlich auch klar, wie identifiziert man jetzt solche Phasen und findet dann das geeignete Setup? Unser Ansatz hier, den wir verfolgen, das ist DAX mit auf Daily Basis will ich das Ganze heute erstmal nur machen, dann sind die Excel-Sheets ein bisschen handlicher und nicht gleich irgendwelche 55 Megabyte Dateien, wie wir sie kürzlich auch erst hatten, die ja trotzdem einige von euch auch gerne haben wollten. Ich hoffe, euer Rechner ist damit nicht explodiert oder zum Absturz gekommen. Also wir bleiben mal auf Daily, dann ist es alles ein bisschen handsamer. Und können ganz gut in den Excel-Sheets auch hin und her springen. Wir nutzen zwei Indikatoren. Ein EMA, der kriegt natürlich nachher eine Periode, dieser EMA. Und genau genommen ist mir nicht der EMA-Wert relevant, sondern einfach die Steigung des EMAs. Und das andere, der ATR, wer ihn nicht kennt, der Average True Range, komplizierter Name irgendwie, aber er macht eigentlich was ganz Einfaches. Er misst die Volatilität des Marktes auf eine ganz stur mathematisch definierte Art und Weise. Kann man auch ganz leicht im Internet das Formelwerk dazu finden. Ist auch wirklich kein Hexenwerk. Aber es reicht für uns zu wissen, hey, das ist sowas wie die Volatilität. Da haben wir eine Intuition zu, was uns das sagen will, wenn ein Markt volatil ist oder nicht ganz so volatil ist. Spannende Frage, wo sind wir jetzt gerade? Naja, Gold auf M15-Basis, haben wir gerade gesehen, ist schon recht volatil. Aber auf Tagesbasis übrigens wäre Gold nicht gerade im Moment der Brüller. Wie vieles andere auch. Der S&P 500 beispielsweise ist immer noch im Einschlafmodus. Und zwar total. Also manchmal glaube ich, der bewegt sich bald gar nicht mehr. So ist es zumindest gefühlt, weil ich ja eine ganz bestimmte Strategie habe, die immer noch darauf wartet, dass der endlich mal wieder zuckelt. Aber er zuckelt nicht. Aber egal. Wir machen ja heute nicht S&P 500, sondern DAX und wir werden das dann uns auch angucken. Konzeptionelle Anmerkung. Nehme zwar heute diese zwei Indikatoren, aber es gäbe ein ganzes Bündel von weiteren Indikatoren, die hier denkbar wären und die man genauso gut auch nehmen könnte. Also RSI, Stochastik, der Rate of Change, rauf und runter. Also ihr könnt vieles nehmen und das Konzept wäre allerdings für alles erstmal prinzipiell geeignet. Fangen wir damit mal an, indem wir einfach erstmal auf einen ganz normalen DAX-Chart gucken. Jetzt ist er schon ein bisschen hier vorbereitet und ihr seht, ich habe jetzt hier auch eine ziemlich lange Historie. Ich gucke mir hier grob 25 Jahre an vom DAX und der ist nicht mehr ganz aktuell, der Chart, aber darum geht es jetzt gerade nicht. Ich glaube, der endet ungefähr im Jahr 2015, 16, so, sorry. Aber von daher sind wir da noch bei 10.000 Punkten, sind mittlerweile ja doch wieder etwas höher. Darum geht es aber nicht. Was hier noch an Informationen erstmal prinzipiell? Also okay, der DAX selbst, Closed-Kurs-Basis, blaue Kurve. Da haben wir den DAX. Dann habe ich hier eingezeichnet einen EMA. Ich weiß gar nicht mehr genau, welche Periode. Ich nehme an 200 oder sowas. Das ist die rote Linie. Und dann gibt es noch eine gelbe Linie. Das ist der ATR. Der hat jetzt hier auch die andere Achse. Also der ist auf der rechten Seite als Achse zu finden und das ist die gelbe Linie. Und was ich hier mache, ist, ich drücke den ATR ein ganz klein wenig anders aus, als es typischerweise zum Beispiel im MT4
dargestellt wird. Im MT4 hat man den ATR immer als absoluten Wert, also sozusagen in Einheiten des Kurses selbst. Also dann hat, was weiß ich, der DAX ATR im Moment eine Zahl von 80 oder 90 und es sind dann halt Punkte. Ich drücke den ATR immer in solchen längerfristigen Betrachtungen lieber prozentual aus. Das heißt, ich dividiere immer den ATR-Wert einfach durch den aktuellen Kurs. Dadurch wird er zur relativen Größe und mache ich natürlich einfach nur deshalb, weil der DAX, wie jetzt hier in diesem Chart, mal irgendwo bei 2000 Punkten war. Und da konnte er natürlich nicht mal eben um 100 Punkte rauf und runter innerhalb des Tages zum Beispiel laufen. Das wäre ein bisschen viel des Guten gewesen. Und dadurch wird das Ganze natürlich vergleichbar. Aber jetzt fangen wir mal an, dieses Bild genauer uns anzuschauen. Wie immer sehen wir, oh, der DAX geht manchmal ziemlich nach oben und nach oben, richtig schön deutlich. Oder hier in dieser Phase auch super schön geht der DAX nach oben und hier geht der DAX ebenfalls super schön zum Beispiel nach oben. Jetzt werfen wir mal einen zweiten Blick auf den ATR. Okay, DAX geht hier super schön nach oben. Der ATR ist eher ziemlich am unteren Ende hier, also sozusagen in seinem ganzen Wertebereich, der ja hier hochgeht bis ungefähr 5% und naja, unterer Wert ist so, weiß ich nicht, bei grob 1%. Also wir können ad hoc hier schon eine erste Feststellung machen. Wenn also ATR sehr klein ist, dann tendieren wir hier irgendwie zu so Aufwärtstrends. Das wird dem einen oder anderen direkt was sagen. Hey, ja, war da nicht was? Meistens ist im DAX Aufwärtstrend die Volatilität klein oder es gibt noch so eine andere Zahl, die gerne dann zu Rate gezogen wird. Das ist der sogenannte VDAX, der auch die Volatilität misst, nur noch auf eine viel kompliziertere Art und Weise. Und da kennt man schon so Zusammenhänge, die da heißen, Volatilität niedrig, sind wir eher in Bullenmärkten, Volatilität sehr hoch, schreit nach großen Abstürzen. Ja, ist auch ein bisschen was dran. Fragen wir nämlich mal nach den großen Abstürzen. Wenn jetzt hier so diese Absturzbewegung ist, dann geht hier auch gleichzeitig der ATR-Wert irgendwie ziemlich hoch. Ja, kann man eigentlich hier auch ein bisschen miterkennen. Jetzt wollte ich aber nachher ja darauf hinaus, dass ich meinen EMA gar nicht als EMA-Wert interpretiere, sondern eher als Steigung. Und deswegen können wir auch hier nochmal die Frage stellen, okay, die Steigung von meinem EMA ist hier sogar schon in Summe während dieser ganzen Phase durchgehend ziemlich hoch. Sicherlich hat das Ganze irgendwann mal hier einen Anfang und der Anfang wird ursprünglich mal hier kurz vor 2000 oder 2003 gesetzt, als wir ganz unten waren mit dem DAX und der das dann hochgegangen ist. Kurze Zeit später hat natürlich hier der EMA auch die Kurve gekriegt und dann ab da war die Steigung fast durchgehend hier sehr hoch. Und jetzt sind wir schon bei so einer ersten Kreuzbeziehung. Steigung, EMA groß, Volatilität, also ATR-Wert klein, gleich DAX geht nach Norden. Ist natürlich jetzt erstmal eine Behauptung. Und man findet hier jetzt Stellen, die das ebenfalls wiederum bestätigen. Aber genauso gut will ich nicht verschweigen, wer hier lange genug in dem Chart guckt, picke ich mir natürlich hier auch jetzt gerade die Sachen raus, die so am schlüssigsten über die größten Zeiträume auch ein bisschen besser passen. Aber ich will aufs Konzept hinaus. Wir nehmen uns zwei Indikatoren und fangen gerade an, den Wertebereich unserer Indikatoren in Abschnitte zu packen. Wenn ihr mal genau meine Sprache beobachtet, dann rede ich zum Beispiel davon, Steigung groß, Steigung flach, also nahe Null und Steigung besonders negativ. Beim ATR habe ich bisher nur zwei Begriffe benutzt. ATR besonders klein oder ATR besonders groß. Könnte ich aber auch erweitern und sagen, klein, mittel, groß. Und jetzt sind wir schon bei dem, was nachher unsere Klassen werden. Ich sortiere einfach meine Indikatoren in zum Beispiel drei Wertebereiche, in drei Klassen. Große positive Steigung, Steigung rund um die Null und große negative Steigung. Damit habe ich meine drei Klassen.
Und das Ganze, das ist ja das Gute, wir können es nachher auch mathematisch erfassen, indem wir einfach Schwellwerte einziehen. Genau das Gleiche können wir machen mit dem ATR. Wir können uns mal anschauen, wir haben ja hier eine lange Historie, die wir zu Rate ziehen können, und sagen, okay, lass uns doch hier auch drei Klassen bilden. Nämlich sehr niedrige ATR-Werte, mittlere ATR-Werte und ganz große ATR-Werte. Wenn wir unsere beiden Indikatoren jetzt jeweils in drei Klassen aufteilen, heißt das, wir haben in Summe oder genau genommen in Multiplikation 9 verschiedene Möglichkeiten, die sich dann automatisch ergeben. Also das ist jeder mit jedem einmal durchkombiniert. Also ATR niedrig, Steigung hoch, ATR hoch, Steigung niedrig, also negativ in dem Fall und so weiter. Dann gibt es automatisch 9 Stück, mathematisch, weil ich beide in drei Gruppen sortiert habe und 3 mal 3 macht Nummer 9. Und damit habe ich nachher meine 9 Felder, meine 9 Subklassen, die ich mir einzeln angucken kann und einzeln analysieren kann und dann meine Schlussfolgerungen ziehen. Und das ist genau das Konzept von diesen Klassen. Warum habe ich vorhin mal gesagt, das begegnet uns im Alltag ganz viel? Wer schon mal bei Amazon was bestellt hat, weiß, dass er meistens anschließend irgendwelche lustigen Vorschläge kriegt. Wer das gekauft hat, hat auch das gekauft. Oder wer das liked, der mag auch das. Und das Verrückte ist, das ist gar nicht mal so schlecht, was da kommt. Nicht immer. Aber die Algorithmik dahinter ist übrigens ziemlich ähnlich. Die ist sehr verwandt mit dem, was da passiert. Andere Begriffe, die da reinspielen, sind nachher sogenannte Decision Trees, also Entscheidungsbäume, aber halt insbesondere auch solche Klassen. Man macht halt genau das, was man immer sagt, man denkt halt in Schubladen. Man packt in dem Fall seine Kunden aufgrund ihres Kaufverhaltens in ganz bestimmte vordefinierte Schubladen. Und alle die, die sich ähnlich verhalten, guckt man, denen macht man halt ähnliche Vorschläge. Ja, nichts anderes machen wir hier gerade auch. Wir bilden genau diese Gruppen und packen die in Schubladen und machen denen nachher, in dem Fall jetzt dem Traden, ganz bestimmte Vorschläge. Ja, und das ist das Konzept der Klassen. Und allein eine Analogie zu Amazon, Facebook und Konsorten merkt ihr sicherlich, wie allgemeinbedeutend das Ganze auch auf das Börsenleben heute anzuwenden ist und auch im professionellen Bereich dann entsprechend massivst genutzt wird. Also, wie geht es jetzt ganz konkret weiter? Wir erstellen, gleich gehen wir komplett ins Excel hier und wollen das Ganze auch wirklich aufdröseln, sodass man das ganz praktisch mal sieht, wie das denn funktioniert. Wir nehmen zwei Indikatoren, EMA-Steigung und ATR. Wir erstellen dann jeweils drei Klassen, also Low, Medium, High oder niedrig, flach und also jetzt negativ bei der Steigung, flach, also nahe Null die Steigung und besonders groß. Beim ATR ist es tatsächlich Low, Medium, High. Dann müssen wir jetzt nachher hier irgendwie unsere Schwellwerte einziehen. Und jetzt kommt ihr, schreckt bitte nicht gleich zusammen oder schaltet ab, nur weil das so kompliziert sich anhört, aber es ist nachher mathematisch gar nicht kompliziert. Diese Klassenseparation machen wir nämlich durch eine Normalisierung der Verteilungsfunktion. Wow. Klingt ja wirklich kompliziert, ist aber total trivial. Es geht einfach nur darum, dass wir, wenn wir 6000 Datenpunkte haben, dann will ich einfach 2000 in der einen Klasse, 2000 in der mittleren Klasse und 2000 in der sozusagen obersten Klasse. Damit, das ist schon alles damit gemeint. Ich sage einfach, ich will da meine Grenzwerte einziehen, dass ich in jeder Klasse gleich viele in der Vergangenheit habe. Und nichts anderes ist dann die Normalisierung der Verteilungsfunktion. Also wie gesagt, klingt wahnsinnig kompliziert, ist aber ziemlich einfach. Wenn wir es so machen, zwei Indikatoren, jeweils drei Subklassen, dann haben wir in Summe 9 Klassen als Ganzes. Naja, und dann, welche Klasse ist wie zu traden? Das ist das, was wir dann wollen. Ein möglicher Output, bevor ich jetzt wirklich dann in die Excel-Sheets gehe, könnte bereits so aussehen. Eine solche Matrix, die ist jetzt hier tatsächlich Fantasie, nachher kommt nämlich auch das Resultat, kommt eine andere raus.
die uns allerdings fürs Traden dann schon wahnsinnig helfen würde. Also zum Beispiel sowas wie, das ist jetzt mehr so aus der visuellen Analyse, wie ich sie vorhin an dem Chart gemacht habe. Nee, auch, sorry, passte doch nicht. Hätte ich hier noch was umdrehen müssen. Das ist nur, das will ich nachher als Output erstmal kriegen. Ich möchte zum Beispiel wissen, naja, wenn zum Beispiel beides low ist, also besonders negativ und ATR niedrig, dann sollte ich long gehen. So werde ich es zwar nicht tun, aber so möchte ich nachher erstmal meinen ersten Output erzeugen. In welcher Klasse soll ich wie handeln? Weil die Klassen nachher zu erkennen und auch zu erkennen, wo stehen wir heute, das ist dann nicht mehr schwer. Wenn ich das aber weiß, weiß ich, wie ich heute traden kann, soll, muss. Und ich wiederhole das nochmal von vorhin, so in beiden Arten von Informationen. Ich kann es stur machen, fast wie ein Roboter, oder ich nutze die Information für als Bias. So soll das Ganze aussehen, als erster Output, der uns beim Traden dann wirklich hilft und de facto bereits schon eine Strategie ist. Gucken wir uns das mal an, wie wir das jetzt Ganze erarbeiten. Das Ganze fängt erstmal eigentlich ursprünglich so an. Naja, ich mache es mal ein bisschen größer, damit ich werde mich hier sukzessive wieder durch ein paar Excel-Sheets hangeln, die alle sozusagen schon fertig sind, damit ich nicht alles hier online machen muss. Aber um euch so ein bisschen zu zeigen, wie geht es eigentlich konzeptionell? Naja, ich brauche natürlich die Kursdaten, klar. Habe ich hier schon mal meine ersten paar Spalten. Dann, ja, muss ich den ATR berechnen. Der ATR basiert zunächst mal immer auf diesem True Range, auf der wahren Range, die sich da bildet. Ihr seht schon hier oben gerade ist eine Formel hinter, die macht nichts anderes, als mehr oder weniger zu gucken, ob noch ein Gap vorliegt und ansonsten ist es eigentlich High minus Low. Also, wenn man mal alle Gaps beiseite lässt, dann ist es eigentlich nur High minus Low und that's it. Damit habe ich den True Range. Und dann kann ich ihn natürlich prozentual ausdrücken, also indem ich ihn einfach nochmal durch den Kurs dividiere. Naja, und wenn ich jetzt, der ATR ist nichts anderes als bilde den Mittelwert von x Kerzen. Da ich den 120er mache, steht hier auch zunächst mal eine feste Zahl. Ich will euch kurz sagen, warum, weil erst hier hinten geht es dann wirklich los. Und ihr seht, was dann da passiert. Ich bilde einfach den Mittelwert der letzten 120 prozentualen True Ranges und das ist dann genau mein ATR. Genau. Wird schon gefragt, live im Markt, das wäre eigentlich effektiv, so kommt Langeweile auf. Na, ich hoffe nicht. Mir geht es ja, wie gesagt, auch um die Methodik, wie das Ganze entsteht. Und das Ganze live nachher anzuwenden, ist übrigens wirklich dann kinderleicht. Das wäre eigentlich noch langweiliger, weil dann brauche ich noch genau 2 Minuten und that's it. Also das macht man hier erstmal, um den sogenannten True Range zu bestimmen und dann kriegen wir auch anschließend den ATR. EMA hatten wir schon mehrmals, ist immer dieselbe Formel und das können wir dann auch machen. Auch hier, weil die Charts jetzt hier sonst ein bisschen wackelig werden, habe ich mir einfach noch mal das so gegönnt, dass ich die Steigung so über die letzten 10 Werte auch noch mal mittel. Das mache ich allerdings ehrlich gesagt nur, damit hier meine Grafiken nicht ganz so verrauscht aussehen und nicht ganz so wild durch die Gegend gehen. Jetzt kommt der erste Trick. Wir müssen diese Dinger irgendwie jetzt sozusagen normieren. Ich mache es mal an einem Beispiel. Ich nehme mir dazu, also es geht jetzt darum, wir haben jetzt ATR-Werte und die ganz viele, nämlich hier ungefähr 6.000 Stück, weil ich 25 Jahre Datenhistorie habe. Und jetzt geht es um die Frage, was ist denn jetzt niedrig? Was nennen wir niedrig? Was nennen wir mittel? Und was nennen wir groß? Okay, ich nehme dazu einfach mal sämtliche ATR-Werte, die ich hier habe und kopiere die als Zahl hier dann hin. Nicht wundern, dass hier am Anfang die Werte waren, nur weil ich den 120er Mittelwert bilde. Danach sieht es einfach jetzt so aus. Das kann ich natürlich aber plotten.
Und als Graph, wie auch immer, und ich sag mal zum Beispiel, dann gibt es hier die ATR-Kurve. Soweit alles bestens. Um jetzt allerdings diese Normalisierung der Verteilungsfunktion hinzukriegen, machen wir was ganz Einfaches. Wir sortieren das Ganze nach den Werten. Und dann haben wir das, was wir ein sogenanntes Pseudo-Histogramm. Jetzt wäre ich schon wieder nach den Beispielen gefragt. Das Beispiel ergibt sich automatisch. Also ich könnte auch die Matrix schon zeigen, dann wären wir durch. Aber das reicht mir nicht. Es kommt nur eine einzige Matrix nachher raus, an welchen Stellen wir Long, Short und sonst was gehen. Die könnt ihr auch schon haben, die ist in den Folien auch automatisch schon drin. Und wer nur das Ergebnis haben möchte, kann da auch schon reinlinkern. Der hat dann auch das Ergebnis. Aber mir reicht das nicht. Mir geht es auch darum, zu verstehen, warum. Gut, wir haben jetzt hier die Verteilung der ATR-Werte. Und alles, was wir jetzt machen, ist, wir fragen, weil es 6500 Datenwerte sind, okay, wir machen jetzt hier Drittel, Drittel und damit haben wir unsere Aufspaltung und unsere Grenzwerte. Ein Drittel bildet hier, das heißt, die erste Schwelle ist hier ungefähr bei 1,25% und dann machen wir hier zwei Drittel. Und schon haben wir unsere Schwellwerte, um zu sagen, was ist niedrig, was ist mittel und was ist groß. Und das war schon alles. Und das ist die Normalisierung der Verteilungsfunktion. Das müssen wir natürlich einmal machen, hier für den ATR. Und dann als zweites natürlich auch noch für die Steigung. Gehen wir erstmal weiter. Wenn wir das genauso machen, dann sind wir zumindest mal am nächsten Schritt. Wir haben nämlich jetzt unsere Schwellwerte. Jetzt habe ich es hier nochmal mathematisch gemacht. Gleiche Grafik wie gerade, nämlich das eine Limit und das andere Limit und ich habe meine Schwellwerte gefunden, die mir dann meine Bereiche in niedrig, mittel und hoch aufteilen. Wenn ich das habe, das gleiche übrigens auch für die Steigung. Nicht überraschend ist es natürlich so, dass die Steigung vom DAX historisch gesehen natürlich tendenziell eher positiv ist. Oh, welche Überraschung, weil wir haben natürlich in Summe eine langanhaltende Aufwärtsbewegung, wenn wir mal ganz grob über die letzten 25 Jahre hinweg mitteln. Deswegen haben wir natürlich in unserer Verteilung mehr Aufwärts- als Abwärtsbewegungen. Wenn wir sowas haben, naja, dann geht es an die Klassen. Und diese Klassen, denen geben wir jetzt einfach Nummern. Und zwar die Nummern 0, 1 und 2. Ganz kleine ATR-Werte kriegen die 1, ganz mittlere ATR-Werte kriegen, also kleine die 0, mittlere eine 1 und große eine 2. Gleiche für die Steigung. Und was wir dann machen, wenn wir das hier so also aufdröseln, dann sehen wir, so ab und zu stehen hier Nullen und niedrige ATR-Werte, große Steigung und, also die Kombinationen, die so entstehen. Und jetzt habe ich ja gesagt, daraus entstehen halt 9 Klassen. Und wie macht man das? Ziemlich einfach. Man nimmt einfach den einen mal 3 und addiert den anderen oben drauf. Für mathematisch Interessierte, eigentlich macht man hier nichts anderes, als die zwei Zahlen hintereinander schreiben und dazu sagen, wir reden ab jetzt im Dreierzahlensystem. Wäre auch eine Möglichkeit, das Ganze zu nennen. Aber wir nehmen einfach den einen mal 3, addieren den anderen drauf. Dadurch haben wir unsere 9 Klassen und die haben dann die Nummern 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und damit haben wir unsere 9 verschiedenen Klassen. Wir können also jedem Punkt im DAX ab jetzt die Klasse zuordnen. Das ist wichtig, dass wir das so können, weil wenn wir das jetzt so können, können wir es auch ab jetzt in der Zukunft, weil wir kennen die Schwellwerte, damit kennen wir die Einsortierung und damit wissen wir auch, in welcher Verfassung, in welcher Klasse aktuell der DAX ist. Und jetzt kommt die eigentliche Analyse, die in Richtung Profitabilität dann geht, übergeht. Also wir wissen, an welchem Tag welche Klasse vorliegt. Und wir kennen zum Beispiel auch die Klasse des Vortages. Und was wir jetzt hier einfach machen, wir berechnen mal die Tagesänderung
vom Open zum Close. Ja, und jetzt machen wir einfach Folgendes. Wir sortieren oder wir gruppieren diese Ergebnisse zu unseren neuen Klassen. Das heißt, wenn die Klasse 7 vorliegt, dann kommt die Zahl hier in diese Spalte. Wenn die Klasse 4 vorliegt, kommt die in diese Spalte. Damit habe ich hier sowas wie die einzelnen Tagesergebnisse für eine bestimmte Klasse. Ja, und die kann ich einfach aufsummieren. Was bedeutet das, wenn ich die jetzt hier so einfach aufsummiere? Gehen wir mal auf das Bild hier ein. Und aufsummieren tue ich übrigens hier hinten. Wenn ich das jetzt mir so angucke, dann habe ich jetzt genau das, was ich wollte. Zum Beispiel sehe ich, wenn ich mal auf dieses leicht grüne hier gehe, das ist jetzt die Equity der Klasse 7. Das heißt, alles, was in der Klasse 7 ist, bringt mich in Summe hier so nach oben. Hey, das ist genau das, was ich wollte. Ich weiß jetzt immer, wenn ich die Klasse 7 habe, kann ich meine Long Trades schön machen. Und wenn ich die Long Trades mache und dann aufsummiere, ergibt mir das genau diese Equity-Kurve. Jetzt gibt es hier Klassen. Gehen wir mal auf diese Klasse 2. Klasse 2 ist das, was hier so gelb dann ist, sich in Summe aufsummiert. Oder gelb-orange. Ihr seht, dabei kommt eigentlich nichts bei rum. Was heißt das? Hey, trade nicht. Immer wenn wir in Klasse 2 sind, sollten wir überhaupt nicht traden. Das heißt, dann sollten wir lieber flach im Markt sein und vom Traden lieber die Finger weglassen. Okay. Da werde ich nur gerade gefragt, aber die Klasse für heute steht ja noch nicht fest. Du brauchst den Forecast dafür. Nee, natürlich mache ich die Analyse auf Basis der Klasse vom Vortag. Also ich weiß, am Vortag war die Klasse 7 und mein Ergebnis gucke ich mir natürlich vom nächsten Tag an. Ich gucke natürlich hier nicht irgendwie implizit in die Zukunft. Das andere, Klassen ändern sich nicht gerade von Tag zu Tag. Das auch mal dabei gesagt. Das ist nicht so, als wenn wir hier von einer Klasse in die nächste in 0, nix, also heute in 7, morgen in 8 und dann übermorgen in 13, nee, 13 gab es nicht, sind. Also ist schon beachtet. Und natürlich hier auch entsprechend dann berücksichtigt. Ihr seht an den Einzel-Equity-Kurven, was hier möglich ist. Es gibt also bestimmte Klassen, die würde ich die Finger von weglassen. Ich würde es einfach nicht traden. Klasse 1, Klasse 2, warum soll ich die traden? Es gibt keine ausgesprochene Richtung nach Norden und nach Süden. Übrigens, Short Trades würden sich hier in dieser Auftragung dann als besonders gut herausstellen, als besonders positiv herausstellen, wenn jetzt die Kurve stur nach Süden gehen würde. Das ist dann auch was Schönes. Also in dem Fall geht auch eine Equity-Kurve, die stur nach Süden geht, dann ist dann richtig gut, weil das heißt einfach nur, wir müssen das Vorzeichen umdrehen und nichts ist dem Trader einfacher, als das Vorzeichen umzudrehen. Das bedeutet dann einfach, ich mache meine Short Trades. Übrigens, wie sieht dann die kombinierte Equity-Kurve aus von all dem, wenn ich jetzt die richtigen Klassen nehme und dann anwende? Oha, kann sich sehen lassen. Ist schon mal immerhin ein gutes Resultat. Das wäre die Equity-Kurve, die ich über ein solches System in den letzten 25 Jahren erzielt hätte. Das ist was. Die Zahlen, die da stehen, sind jetzt einfach nur die Summe der prozentualen Änderungen. Da käme vom Traden her aber ein ziemlich gewaltiges Ergebnis raus. Was habe ich jetzt hier, welche Klassen habe ich jetzt hier verwendet? Das mal gleich als Zusammenfassung. Genau diese Tabelle. Wenn der ATR besonders groß ist und die Steigung besonders negativ ist, dann bin ich nämlich in Klasse 8 und dann habe ich Short getradet. Das war übrigens durchaus auch schon eine Aussage, die ich ganz am Anfang schon mal gemacht hatte. Die anderen Klassen haben sich dann ja auch von selbst ergeben. Nämlich, wenn die Steigung besonders groß ist, der ATR mittelmäßig ist, oder sogar hoch ist, dann tun wir lieber gar nichts. Dann wird
Nicht getradet. Wir haben nur ein Feld für Short Trades. Ist gar nicht so überraschend, weil natürlich langfristig gesehen ist sicherlich der DAX kein Short-Instrument, aber wir wissen, unter welchen Bedingungen wir den DAX Short traden sollen. Sollen ist natürlich jetzt hier mit Vorsicht zu genießen. In den anderen Klassen machen wir das Ganze dann als Long Trade. Jetzt habe ich hier in Summe natürlich ganz schön alles ziemlich sozusagen human gemacht. Human heißt, ich habe wirklich große EMA-Werte genommen. Ich habe einen großen ATR genommen, einen ATR 120, nur um das mal zu versinnbildlichen, das entspricht ungefähr 3 Monaten. Das heißt, ich habe den ATR von 3 Monaten gebildet und halt einen EMA von 200, ich nenne es jetzt mal einfach, auch wenn es ein EMA ist, von 200 Tagen. Also alles eher sehr langfristig orientiert. Und den EMA habe ich dann übrigens noch hier quasi in der Steigung geglättet. Die Zahlen, die habe ich überhaupt nicht optimiert. Die sind einfach, die habe ich verwendet. Und obwohl hier nichts optimiert ist, gar nichts, also ich habe jetzt nicht wie sonst üblich an allen Freiheitsgraden rauf und runter gedreht, sehen wir, was wir in Summe für eine Equity-Kurve schon erreichen können. Ich habe dem Ganzen mal eine weitere Chance noch gegeben und gesagt, okay, machen wir es alles mal ein bisschen sozusagen kleiner, feiner, indem ich jetzt einfach gesagt habe, okay, ich nehme mal eine andere ATR-Periode und habe jetzt hier eine 22 genommen. Auch da wieder durchaus mit einer inhaltlichen Begründung, 22 ist einfach typischerweise ein Monat. Oh, damit lag ich vorhin mit meinen 120 übrigens falsch. Sorry, da habe ich mich verredet. Das war ein halbes Jahr. 22 ist natürlich dann ungefähr ein Monat und ein EMA habe ich jetzt einfach mal von 50 genommen. Und ihr seht, jetzt wird natürlich alles ein bisschen zappeliger und ich kann diese Auswertung im Sinne von grafisch, also ich gucke mal, wie es denn aussieht und ziehe dann meine Schlussfolgerungen, die kann ich jetzt hier nicht mehr tun. Und wenn ihr nachher seht, jetzt wird es auch tatsächlich, wann welche Klasse vorliegt, alles ein bisschen wilder und wir können die Excel, also die Grafiken hier nicht mehr wirklich so mal eben interpretieren. Was wir aber natürlich interpretieren können, wenn wir jetzt diese kleineren ATR-Perioden nehmen und den kleineren EMA-Wert, dann können wir natürlich auch wieder diese Analyse machen. Und ihr seht schon auf den ersten Blick, jetzt wird es ja doch noch mal viel interessanter, welche Klasse wie zu traden ist. Wie gesagt, jetzt mit einer anderen ATR-Periode und einer anderen EMA-Wert, was dann logischerweise auch zu anderen Schwellwerten führt, die wir benutzen, um unsere Klassenseparation dann de facto auch durchzuführen. Jetzt wird unser Short-Kandidat zur Klasse 4, aber der kriegt einen richtig schönen Verlauf. Der lohnt sich. Vorhin der diente eigentlich, war nicht bei weitem nicht so schön ausgeprägt. Hier ist jetzt auch unser Short-Kandidat richtig sauber ausgeprägt, wann wir Short traden sollten, nämlich in Klasse 4. Auf der Zusammenfassung kommt gleich nochmal das Bild, dass man dann weiß, in welchem EMA und welchem ATR-Bereich wir dann sind. Aber wir haben natürlich hier auch wunderschöne Long-Klassen, in denen wir Long traden sollten. Naja, und wenn wir das dann kombinieren, kriegen wir eine Equity-Kurve raus, die in Summe schon ähnlich ist wie gerade, nur halt weniger zappelt. Dass wir hier so horizontale Bereiche haben, liegt natürlich daran, dass wenn mal längere Zeit uns unsere Klassenseparierung sagt, flat, ja, dann traden wir halt nicht. Aber wir haben hier schon jetzt eine in Summe viel glattere Kurve. Und dass wir mal zeitlang dann nicht traden, entsprechend dieser Strategie, ist ja auch erstmal prinzipiell okay. Gut, jetzt muss ich mal ein bisschen wieder hier reinlesen. Okay, ja, es gibt nachher nochmal eine Zusammenfassung, die genau die Schwellwerte alles auf einer Seite sind in den Folien drin und wo man dann auch unmittelbar diese Strategie sozusagen direkt dann nachtraden kann, so wie ich sie jetzt hier auch entsprechend dann abgeleitet habe. Ihr seht,
Ich habe mir jetzt noch gar nicht irgendwie wirklich große Mühe gegeben, diese Strategie auszuoptimieren, weil das Konzept ist einfach so wertvoll. Das Konzept, diese Klassen zu bilden und dann zu fragen, in welcher Phase sind wir denn? Das Schöne am DAX ist, dass wir halt hier über etwas reden. Also wenn ich hier über eine Steigung vom EMA rede und wenn ich hier über einen ATR-Wert rede, ist es, glaube ich, intuitiv klar, worüber ich rede. Und wir sind mit den Begriffen vertraut, wie hohe Volatilität, Steigung nach unten. Hey, klingt nach einem Absturz, und genauso ist es auch. Und das stellt sich auch als verstärkender Effekt dann hier entsprechend in der Analyse raus. Ja, und genau sowas wollen wir natürlich sehen. So, wie sieht jetzt die Matrix aus, die hier rauskommt? Und auf den Folien sind dann auch nochmal die Grenzen mit genannt. Jetzt haben wir durchaus vier Klassen, in denen wir eher dann doch nicht traden, weil es sich einfach nicht lohnt. Denkt bitte dran, warum sind es jetzt andere Klassen und auch andere Sortierungen? Naja, wir haben einen anderen ATR-Wert und einen anderen EMA-Wert. Und das führt natürlich jetzt hier auch zu anderen Einteilungen. Jetzt gibt es nur noch eine, also auch wieder eine Short-Klasse und die ist interessanterweise dann, wenn die EMA-Steigung eher flach ist und ATR eher medium, dann Short. Das kommt hier messerscharf raus und das reicht uns natürlich als wirklicher Aussage aus. Ich werde nochmal ganz konkret gefragt, wie dann hier eigentlich gerade bei mir die Trades ablaufen. Die Trades selbst, die laufen sogar einfach so ab, dass ich morgens, also zum Open, wird der Trade eröffnet, der entsprechende Long Trade oder der entsprechende Short Trade. Und wenn flach ist, natürlich kein Trade. Und er wird abends zum Close einfach geschlossen. That's it. Da ist kein weiteres Hexenwerk bei. Und natürlich kann man sich dann die Frage stellen, ob ich den Trade überhaupt am Abend beenden soll, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, die Klassen ändern sich eigentlich nicht von Tag zu Tag. Und man kann das sogar, wenn man das Excel-Sheet kontinuierlich fortschreibt, auch sozusagen gegen Ende des Tages bereits sehen, weil man nimmt ja die Information vom Ende des Tages für den nächsten Tag. Und kann eigentlich auch den Trade stehen lassen. Dann hat man natürlich das Gap-Risiko, was prinzipiell erstmal vorhanden ist. Aber man könnte den Trade natürlich dann auch einfach stehen lassen. Genau. Da kommen schon gerade schon erste Lobs. Hey, das ist ja richtig cool, wie dieses Konzept hier funktioniert oder wie das angelegt ist. Vielen Dank schon mal, Udo, an dich für das Kompliment. Und auch nochmal der Hinweis, den Trade natürlich nicht zu schließen, spart Gebühren. Aber wie gesagt, wir haben zumindest dann das Gap-Risiko. Also spätestens am Wochenende würde ich dann vielleicht nochmal irgendwann den Trade vorsichtshalber dann beenden. Rein aber nochmal von der Ableitung her, tut das Excel-Sheet so, als ob der Trade zum Open geöffnet wird, eröffnet wird und zum Close geschlossen wird. Und das ist alles. Gut, wenn man das jetzt Ganze wirklich in eine einzige Folie packen will, und braucht man natürlich auch die entsprechenden Grenzen. Und diese Grenzen, um diese Schwellwerte hier zu bestimmen, damit ich weiß, in welcher Klasse bin ich denn eigentlich, die habe ich jetzt hier auch nochmal mit hingeschrieben. Jeweils der eine Schwellwert und der andere. Euch ist, glaube ich, dann klar, wenn man dann zwischen den beiden Zahlen ist, dann ist man in der Klasse 1. Und wenn man nach links ist, dann ist man halt in Klasse 0 und darüber ist man halt in Klasse 2. Und dann kriegt man auch die Zuordnung einfach und schnell hin und weiß, wann man wie traden soll. Formal haben diese Trades in dieser Art von Analyse, die ich bisher hier schon mal gemacht habe und euch gerade vorgestellt habe, haben natürlich keinen Stop-Loss und keinen Take-Profit. Das lässt sich natürlich jetzt alles verfeinern. Das Wichtige ist nur, wir haben für uns wieder einen Wahrscheinlichkeitsvorteil herausgearbeitet. Und das ist das A und O des Tradens, der Wahrscheinlichkeitsvorteil. Den haben wir jetzt auf unserer Seite. Dass wir das Ergebnis jetzt noch mit Stop-Loss und Take-Profit auch noch verbessern können, steht außer Frage. Aber das Konzept ist der Wahrscheinlichkeitsvorteil. Und den haben wir,
durch unsere Klassensortierung. Trades würden hier also zum Open geöffnet und zum Close einfach geschlossen. Und das andere ist dann schon alles. Nichtsdestotrotz, nochmal der Hinweis. Man kann diese Information, dadurch, dass ich ja weiß, wie dieser Tag sich typischerweise verhalten soll, natürlich auch intraday nutzen, indem man vielleicht Ausbruchtrades macht, aber dann halt nicht beide Richtungen. Im Zweifelsfall sagt, okay, heute ist eigentlich ein Long-Tag, also mache ich auch intraday einfach nur die Long-Trades und sich damit sein normales, diskretionelles Traden in eine Vorzugsrichtung legt und mit Sicherheit dadurch dann wiederum die Erfolgswahrscheinlichkeit auch entsprechend dann steigern kann. Genau das ist es. Das ist die DAX Vola Trading Strategie. Sie fasst sich zusammen in dieser einen Tabelle und ich weiß, was ich machen muss. Wo sind wir denn jetzt aktuell? Naja, das ist einfach herauszufinden. Einmal den ATR sich angucken, dann die Steigung vom EMA bestimmen und ich weiß, in welcher Klasse ich bin. Das ist aber jetzt dann einfach. Wenn ich das weiß, weiß ich, welchen Trade ich morgen machen kann. Wir wissen also, dass wir diese Klassen nutzen können, und damit bin ich auch schon übrigens bei der Zusammenfassung, um diese Marktphasen zu identifizieren und dann wiederum auch zu separieren, weil wir können das Ganze jetzt richtig noch aufbröseln. Wir können mehr Klassen bilden, wir können mehr Indikatoren zur Rate ziehen. Tür und Tor offen. Sicherlich für D1-basierte Daten lohnt es sich nicht, da jetzt noch groß noch irgendwie 10 Indikatoren zu nehmen. Dann bleiben nachher in einer einzelnen Klasse einfach nur noch 3 Tage über und dann habe ich keine Statistik mehr. Das bringt dann nichts. Deswegen auch hier wirklich nur 2 Indikatoren und dann nachher unsere 9 Felder, die ich dann hier benutzt habe. Aber über eine solche Methodik kann ich die Klassen identifizieren und separieren. Und die Indikatoren, die ich jetzt hier verwende, die sind quasi nur ein Hilfsmittel, um überhaupt das Ganze das Ganze, also sind einfach nur ein Hilfsmittel, um dann diese Indizierung auch wirklich durchführen zu können. Gut, ich muss jetzt wieder gerade parallel lesen, deswegen habe ich so gestockt hier geredet. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben diese verschiedenen Klassen separat untersucht und gefragt, haben die dann eine spezifische Vorzugsrichtung in Long, Short und dergleichen. Und das war auch schon alles. Und dann haben wir dafür entschieden, ob wir Long oder Short gehen wollen. Okay, jetzt werde ich nur mal gerade viele Sachen hier gefragt. Und zwar einmal noch, ob das auch auf andere Underlyings anzuwenden ist. Definitive Antwort: ja. Nicht nur für Indizes, sondern natürlich auch für Forex. Es ändert sich an der Analyse überhaupt nichts. Dass auch da wiederum entsprechende profitable Substrategien entstehen, kann ich versprechen. Ist in der Tat der Fall, nutze ich übrigens auch. Also damit ja auch auf Forex anwendbar, ja, ist auch auf viel kleineren Zeitebenen anwendbar. Das heißt, gerade wenn man dann noch viel mehr Statistik hat, ist es auch möglich, sogar vielleicht auch 3 verschiedene, das ist auch das, was ich nutze, dann 3 Indikatoren zu verwenden und auch durchaus mehr Klassen. Aber ich brauche dann die Statistik, die ich nur über diese mehr Daten dann auch entsprechend kriege. Dann, genau, also das ist dann definitiv Indikatoren sozusagen richtig clever eingesetzt. Wird gerade noch gefragt, ob ich darauf auch schon Machine Learning noch drauf angewendet habe. Ich schmunzel deshalb, weil natürlich die Antwort ja. Das ist auch Teil weiterer Strategien, die,
ja, wie soll ich das sagen, von ihrem Output her nachher einfach ziemlich komplex sind. Also die kann man nicht mal eben hier in so ein paar Excel-Sheets packen und darstellen. Aber genau so funktionieren eine ganze Gruppe von Strategien, die auf Class Trading dann basieren, auf verschiedenen Zeitebenen und auch auf verschiedenen Indikatoren. Und die schließlich endlich ist sogar die gesamte Separierung dann tatsächlich über Machine Learning gemacht. Vorhin wurde ich nochmal gefragt, hey, wie sieht das jetzt ganz praktisch aus? Naja, ganz einfach. Man nehme einfach den DAX. Man nehme den DAX. Und ach so, wir brauchen noch ein ATR, brauchen wir. ATR. Weil ich das schon gefragt werde, wollen wir es auch mal eben machen. Das heißt, wir nehmen uns hier den ATR und als ATR-Periode hatten wir eine 22. So, und dann brauchen wir noch einen Indikator und der hatte die Periode 50 und that's it. Und damit kann ich die meisten Sachen schon mit bloßem Auge machen. Also wie sieht es jetzt aber, um nicht nur im bloßen Auge zu reden, wie wird es jetzt konkret aussehen? Wir müssen die Steigung von unserem EMA bestimmen. Wie machen wir das? Wir gucken einfach auf den EMA-Wert von jetzt. Ich hoffe, jetzt gleich kommt die Mouse-Over-Funktion. Da haben wir sie. Da ist der ATR-Wert 12.538,3. Subtrahieren den den EMA-Wert vom Vortag. Dividieren dann durch genau diesen Wert und dann haben wir die Steigung in Prozent. Weil das hier alles ohnehin gerade ganz, ganz flach ist, kann ich jetzt schon gleich sagen, es landet in der Klasse 1, wenn man mit den Schwellwerten es vergleicht. ATR, okay, Zahl steht hier sogar schon. Oh, sorry für den kleinen Fehler. Ich sollte die Periode auch noch eben anpassen. Da haben wir sie. So, also alles nochmal von vorne. Ich also natürlich brauche ich einen Daily Chart. So, ändert nichts dran. Also ATR, Moving Average Zahl von heute, Moving Average Zahl von gestern, die beiden subtrahiert, dann durch eine von beiden dividiert, ist egal welche, kommt nahezu dasselbe raus. Ändert aber nichts an der Aussage, führt zu dem Medium-Wert ATR. ATR ist hier bei 121. Das kann ich noch im Kopf umrechnen, um das in Prozenten auszudrücken. Also ziemlich genau 1%. Da muss ich jetzt in die Tabelle reingucken, wo wir denn dann stehen. Also gucken wir uns. Also wir sind EMA-mäßig Medium. ATR gucken wir uns noch eben an. Bei 1% sind wir also Low. Also können wir gucken. ATR Low, Slope Medium. Was ist angesagt? Long Trades. Long Trades sind das, was angesagt ist. Ja, und die gleiche Situation war übrigens gestern auch schon da. Vorgestern auch. Aha, klingt gut, oder? Wer sich gerade die grünen Kerzen hier anguckt, auch wenn das jetzt dann Statistik 1, 2, 3 ist, bestätigt aber genau das, dass wir im Moment ziemlich genau mit einem Long Trade richtig unterwegs sind. Also alles, was ich machen muss, ist, ich bestimme die Steigung des EMAs, einfach die Differenz von EMA-Wert heute, EMA-Wert gestern. Dazu geht man einfach hier mit der Maus über diese Zahlen. Und ATR steht ohnehin als Indikator da, muss man dann nur noch dividieren durch den Kurs, also hier beim DAX im Moment durch diese 12.500. Und dann hat man es schon. Funktioniert das auch auf kleinen Zeitebenen auch gut? Ja, aber dann braucht man ein paar mehr Klassen. Also so, dass man zum Beispiel auf jeweils fünf geht, fünf Subklassen, so dass man in der Multiplikation dann 25 Klassen hat. Das ist sowas für H1. Man kann es noch weiter treiben, wenn man auf M5 geht, darf man da auch noch weiter gehen, auch drei Indikatoren mit fünf verschiedenen Subklassen, so dass man
in Summe 125 Klassen hat, dann kann man das Ganze auch noch weiter runtertreiben. Ist aber, wie gesagt, nichts mehr für Excel-Sheets. Das wird definitiv dann viel zu kompliziert. Jetzt haben wir auch praktisch die aktuelle Situation live hier nochmal beurteilt und wie man das Ganze nutzt. Was man allerdings dann natürlich weiterhin braucht, ist einfach die Tabelle, um die Eingruppierung dann entsprechend auch zu machen. Jung, soweit von mir. Passt genau eine Stunde. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein paar neue Inputs jetzt kriegen. Und zwar nicht nur einfach ein Setup, sondern auch wie man es herleitet. Und wie immer gilt das Angebot, wer hier Sheets, Excel-Sheets und dergleichen haben möchte, schicke ich gerne zu. Einfach kurze E-Mail an mich. Und ich schicke die gerne zu an die komplizierte Adresse hier. Im Zweifelsfall schreibt da einfach an Support von JFD, landet, kommt dann, wird automatisch zu mir weitergeleitet. Ja, für alle Fußballinteressierten natürlich noch einen schönen Fußballabend heute. Und ansonsten, wann geht's weiter? Also aus meiner Sicht, Webinare gibt es reichlich bei JFD, ziemlich gute. Meine Kollegen machen da einiges, was ich wirklich sehr, sehr schätze. Es wird auch immer internationaler. Mittlerweile gibt es sogar französische Webinare. Ich mache in 2 Wochen wieder weiter und dann reden wir mal über die Trading-Fehler. Das wird natürlich auch nochmal eine interessante Sache. Aber das geht auf der Ebene dann in 2 Wochen weiter. Gut. Jo, und vielen Dank hier für eure vielen netten Bemerkungen, die ihr gerade noch mir hier alle aufschreibt. Also, vielen, vielen herzlichen Dank und euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Tschö.